Hallo und herzlich willkommen hier auf dem Kleinbauerhof. Ich darf euch heute recht herzlich begrüßen zu einem neuen Video. Und zwar hat sich einiges verändert. Viele, die schon länger dabei sind, die kennen vielleicht unseren alten Schweinestall. Der ist jetzt umgebaut worden zu einem Ponystall. Und das Ganze schauen wir uns jetzt mal an. Kommt erstmal rein. Das ist unsere Ponybox. Wir haben dort, weil wir zwei Ponys haben, zweimal Heunetz, zwei Wasserbecken und natürlich auch ein Leckstein gehört dazu. Wer sich erinnern kann, das war unser alter Schweinestall. Das heißt, hier waren so Stangen. Man sieht da hinten auch noch die Löcher, die müssen zwar noch zugemacht werden, aber hier war so das Gitter vom Schweinestall. Ich versuche nochmal ein Video einzublenden, ich weiß aber nicht, ob es klappt. Hier unten waren die Tröge. Das haben wir alles rausgerissen. Danke nochmal an meinen Bruder und die Familie, die geholfen hat. Das war super. Dann haben wir das Ganze mit einer Trennwand geteilt, so dass man quasi aus einem Raum zwei macht, so ein bisschen. Genau. Das heißt, man hat hier die Ponys stehen und jetzt gehen wir mal rüber in die Sattelkammer. Natürlich gehört Ordnung auch dazu. Deswegen haben wir hier, beziehungsweise haben die Ponybesitzer einen Sattelschrank angeschafft. Ich finde, der ist sehr schön, wo man halt zwei Sättel verstauen kann und ja, Trense hier. Halfter. Da ist ein Halfter, richtig. So, super. Dann haben wir noch so ein kleines Billo-Regal gekauft. Ich meine, ist egal, dass es billig war, aber es tut seinen Zweck, sieht gut aus daneben. Ja, das ist so Sattelkammer und ja, Pferdestall. So, Freunde, ich wollte nochmal anmerken, wir haben diese Tür selber gebaut. Man sieht es hier, die Muttern so ein bisschen angeschliffen, damit sich keiner ratscht. Und die Pferde können halt drücken, beziehungsweise die Ponys können drücken, aber es passiert ja quasi nichts, weil der Rahmen hier von der Tür an den Balken aufliegt und das bedeutet, da passiert gar nichts, ausbrechen ist nicht. Weil die alte Tür auch schon sehr fertig war, mit stabilen Nut- und Federbrettern, einmal eine neue Tür gebaut. Ich finde, die ist uns auch sehr gut gelungen. Ja, und das ist jetzt gerade so der Stand der Dinge. Dann kommt erstmal mit. So, Freunde, das sind die Ponys. Einmal der liebe Filou und einmal Silber. So wie Silber. Oh Mann, Alter. So wie der Mercedes da drüben. Der ist auch Silber. Spaß. So, Freunde, das sind die neuen Ponys. Die gehören nicht mir, die gehören meiner Freundin und der Familie. Was bedeutet, wie ihr seht, sind die jetzt schon 3 Tage hier. Das ist jetzt kein richtiges Paddock, sondern eher so eine eingezäunte Weide. Weide in Anführungszeichen, ist ja eher so ein Garten. Ne? Und wie ihr seht, ist alles schon richtig matschig und grün. Ist nichts mehr, logischerweise. Und deswegen wollen wir gerne im nächsten Video mit euch eine Heuraufe bauen, um halt für die Pferde, für die Ponys, ich verwechsel das immer, ist auch egal, um halt für die Ponys eine Möglichkeit zu schaffen, trotzdem auch zu fressen. Ne, dann können sie ihren Auslauf genießen, aber trotzdem was knabbern. Ja. Und in diesem Sinne hoffe ich, dass es euch gefallen hat, dass ihr im nächsten Video mit dabei seid, dass ihr ein Abo da lasst. Das würde mich sehr freuen, wenn ihr nichts mehr verpassen wollt. Danke fürs Einschalten. Einen schönen Tag euch.